Die Sklavenjagd wird bezahlt, gell? Aber, wen bringe ich Sklaven? Trompok. Ein Arena-Kämpfer. Den knöpfen wir später vor. Erst einmal die Sache mit den Sklaven. Hier wieder. Ja, sag doch mal, ich kenne mich nicht mehr aus. Er hat einmal Grillen. Der ist entspannt ein bisschen, gell? Oh Gott, schön. 227 Fleisch. Jetzt habe ich 455 Fleischstücke. Wow. Jerek. Und? Dafür haben sie dich inhaftiert? Wie bitte? Willkommen im Knast, Bruder. Dieses Lager sieht gar nicht aus wie ein Knast. Lass dich von den offenen Palisaden nicht täuschen, Bruder. Die Orks beobachten jeden Schritt der Menschen hier. Aber trotzdem geht das so nicht weiter. Warum flieht ihr nicht? Wohin denn? Die einzige Chance, den Ork-Patrouillen zu entgehen, ist der Norden. Doch in den Wäldern da oben ist es wegen der wilden Tiere viel zu gefährlich. Du lässt dich lieber versklaven, als ein Risiko einzugehen? Unsinn, ich sage nur, dass die Flucht uns nicht weiterbringt. Einige sind schon abgehauen, sind aber nicht weit gekommen. Wir müssen die Orks bekämpfen, Bruder. Ich weiß, Mann, ich weiß. Warum bist du hier? Ich habe versucht, einen Feuerkelch aus der Truhe eines Orks zu stehlen. Bin natürlich dabei erwischt worden. Also halten sie mich hier gefangen. Erzähl mir mehr über den Feuerkelch. Ich weiß nicht so viel darüber. Ich bin doch kein Feuermagier. Die Orks haben mir den Kelch abgenommen und Zapotec hatte ihn dann in Verwahrung. Ich habe keine Ahnung, ob er immer noch in Zapotecs Hütte steht. Das klingt auf jeden Fall schon mal interessant, gell? Brauchen deine Jungs hier noch irgendwas? Seit einige Sklaven geflohen sind, sind die Orks verärgert. Also hungern sie uns aus, um uns dafür zu bestrafen. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ich besorge euch was zum Essen. Gut, am besten du gehst in die Stadt zu Gambal, dem Koch. Er versorgt die Orks mit gebratenem Fleisch. Sag ihm, wir verhungern. Ich habe gebratenes Fleisch für euch. Dank dir. Jetzt müssen wir nicht verhungern. Ich habe hier ein paar Tränke für dich, Bruder. Sag das. Von Fleisch haben wir ja einen ganzen Haufen dabei. Ich will die Orks bekämpfen. Dann hör mir gut zu. Ich weiß, dass die Orks größere Bestände an Waffen im Haupthaus lagern. Wir brauchen mindestens 5 Waffenbündel, Bruder. Ja gut, die habe ich schon. Ich habe Waffen für euch. Gut. Dann gib uns das Zeichen, wann wir losschlagen sollen. Stürze dich in die Schlacht mit den Orks und wir werden dir helfen. Ja gut, wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Verbündete, gell? Falls den Silden nochmal rund geht. Zapotecs Hütte. Das war die da, gell? Und der hat da irgendwo den Feuerkelch. Wahrscheinlich in der Kiste, ha? Da ist er, seht das? Geil. Wie laufen die Geschäfte? Schlecht. Ihr Morra seid nicht einsichtig. Aufsässig seid ihr. Statt für mich zu arbeiten, lasst ihr euch von wilden Tieren zerfleischen. Deine Sklaven werden von Tieren zerfleischt? Richtig. Die Idioten fliehen in die Berge und werden dort von Wölfen gefressen. Sklaven fliehen aus deinem Lager. Ja, zum Henker. Ich werde dem Kerl das Fell abziehen, der sie freigelassen hat. Ein Mensch namens Inok hat einige Sklaven befreit. Ich wusste es, ein dreckiger Marra. Für den Kerl werde ich mir was Besonderes überlegen. Hier, dein Gold für den miesen Verrat, Marra. Ja, Mai, das muss auch mal sein, gell? Ich werde dir deine Sklaven zurückbringen. Nein, das wirst du nicht. Töte sie.
Alle fünf. Nur so werden die anderen Sklaven wieder gefügig. Jetzt soll ich die Sklaven umbringen. Ja, spinnt der, ha? Ja, diese blöde Sau. Komm, ganz mit. Ich muss euch leider schlachten. Helft nicht. Sonst kriege ich keine Erfahrungspunkte. Jetzt habe ich extra diese Sklaven gesucht, gell? Und muss gerade umbringen. Ja, bei Saftbäum. Kurz und schmerzlos. Geht's ja da. Liebe Kinder, wegschauen. Es gibt ein paar Tote. Na so, mal schön. Zwei Pfeile im Kopf. Jucken gar nicht. Warte hier. Sicher. Du wartest. Warte hier. Sicher. Du genauso. So, mein Schön. Ich kann dich gar nicht umbringen. Scheiße. Ja, geht das nicht, ha? Ja, darf das wahr sein. Auf jeden Fall geht jetzt auch viel zu den anderen. Und bring die um. Zudem möchte ich zu der Rüne schauen, gell? Die ist da oben. Und ich habe immer da hinten noch geschaut. Felsnessel. Oh. Die Büffelherde. Ja, warte mal, wo war ich da? Ich komme nicht mehr aus. Achso, natürlich, Domat. Was ist das? Eine Eidechse. Hier versteckt sie. Weg mit dir. Da wird sie nicht versteckt. Das waren die Scavenger, gell? Da habe ich mich mal wieder ausgetobt. Oh, schön, wie er über den Berg aufgekriegt. Um Gottes Willen. Wahrscheinlich kriege ich gleich einen Herzinfarkt. Ja, war ich da oben, ha? Das ist der gleiche Berg. Der kommt mir im Moment ein bisschen steil vor. Ja, ja, das ist er schon. Ich zücke mal den neuen Bogen, gell? Dann zockt er mal gleich die Gegner an. Nicht, dass mir wieder eine Blutfliege überrascht. Sklave aus Sylten. Kollege, geh her da. Da, bei Leihkumpel. Ja, Moment mal. Wie ist denn das gegangen? Nein. Das war auf jeden Fall der erste. Ja, so mal. Das ist ein Verkehr da. Leg das in den Arsch. Und ich sehe zwei Wildschweine. Eine Sau ist schon gefallen. Das war die zweite. Und das nehmen wir natürlich alles mit, gell? Gibt alles Erfahrungspunkte und Fleisch und Fell. Da sind die anderen zwei Deppen. Oh, schön. Ein unsichtbarer Pfosten. Leute, es gibt einen Kampf. Ja, schön. Du bist gescheitert. Rette einen Sklaven. Ja, sag mal. Jetzt bist du dran. Feuer hat's gekostet, ich soll's umbringen. Aber wir haben noch zwei zum Retten, gell? Was
Warte mal. Gescheitert. Tragak, achso, den haben wir umgebracht, gell? So unterwegs haben wir ihn da schlungen. Wenn ich mich recht erinnert. Und zwei sind gescheitert. Ja gut, scheiß drauf. Halb so tragisch. Jetzt werde ich mal dahinter schauen. Wenn ich mich nicht erwischt habe, habe ich noch irgendwo Blutfliegen entdeckt. Ich glaube da hinten. Leg das. Oh. Gott, drei Stück. Wann ist haben wir schon los? Ein Volltreffer. Ja gut. Alle drei K.O. gegangen. Moment. Nimm mehr mit. Und da drüben ist die Ruine. Und es könnte die Ruine im Norden sein. Nur keine Sau weiß, wie ich da umkomme. Oh, schau. Das war mein Vorgänger. Der hat es leider nicht geschafft, zur Ruine. Abgebrochen. Hoppel, reiß dich zusammen. Wenn ich das richtig sehen habe, geht's ja nicht weiter, ha? Geht's ja nicht. Scheiße. Wir müssen von der anderen Seite nerven. Scheißtrick. Aber zumindest wissen wir schon mal, wo die Ruine ist. Alter, jetzt muss ich wieder runterlaufen. Da sind wir schon. Aber es geht noch weiter oben. Ich glaube, das probiere ich nicht aus, gell? Da oben zu springen. Bin zwar ein gelernter Akrobat, gell? Aber aus einer großen Höhe ist das, glaube ich, auch nicht gesund. Ja, pass auf. Der Berg mit der Ruine, der war. Wo war der? Das war der da, gell? Der da vorne hat. Jetzt könnt ihr aber schnell. Pass auf. Eine Erdechse. Weg. Oh. Das Bison hat Vorfahrt gehabt. Was ist denn das eigentlich für eine Hütte, ha? War ich da schon unten? Ich schau mal schnell da, gell? Weil wir gerade auf dem Weg sind. Ach so, da war ich schon, gell? Da haben wir doch einen Troll erledigt. Und der liegt sogar noch da. Natürlich, gell? Wir waren ja mal auf dem Weg dahinter und haben nach der Ruine gesucht. Dabei ist die Ruine. Thomas, sag das. Da sag mal's. Der Bram. Ja, sag's einmal. Da geht schon ganz zu. Steinwurzel. Und natürlich Wein. Und natürlich Waldbeeren. Jetzt werde ich mal schauen, dass ich irgendwo von der rechten Seite raufkomme. Also über den Berg. Aber ich glaube erst am nächsten Morgen, ha? Pass auf. Ich schau mal, dass ich ein Bett finde. Ich glaube, so mitten in der Nacht mag ich nicht durch den Wald rennen.
Ja, so schön. Sie stehen auch noch da. Die zwei Deppen, die. Sklave aus Sylden. Wo bringe ich denn hin?